Hi, ich bin Jette. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe mir gedacht, für dieses Video probiere ich mal was Neues aus, denn ich habe das Gefühl, immer wenn ich was Neues ausprobiere, kommen diese Videos ganz gut bei euch an. Und zwar sehe ich immer auf YouTube Videos, wo Leute Dinge kaufen, die ihnen über Instagram zum Beispiel empfohlen werden. Das sind ja immer diese kleinen, ja, Werbeanzeigen im Feed und die sind ja personalisiert, also die werden eben abgestimmt, je nach Nutzung eben der App und worauf man klickt und so weiter, werden halt die Interessen analysiert und darauf basierend werden dir dann eben Sachen vorgeschlagen, die du vielleicht kaufen wollen würdest. Und da sehe ich meinen YouTube-Kanal ja so um die Themen Interior Design, Kunst, Malen, Kreatives dreht, werde ich eben in genau diesen Bereichen gucken, ob es da nicht irgendwie coole neue Produkte gibt, die ich vielleicht mal testen kann. Und deswegen habe ich mir das jetzt auch so in Kategorien eingeteilt. Also ich möchte zumindest aus jeder Kategorie ein Produkt oder eine Dienstleistung, es muss ja auch nichts, sag ich mal, physisches sein, kaufen und dann austesten oder gucken, wie mir das gefällt. Ich habe hier ein paar Bildschirmaufnahmen gemacht, so in den letzten, ja, ein, zwei Wochen, eben von Sachen, die mir vorgeschlagen worden sind, die ich super spannend finde. Und die habe ich mir dann eben gespeichert. Ach so, und bevor ich jetzt anfange, irgendwelche Markennamen oder hier Firmenprofile zu zeigen, schreibe ich jetzt kurz hier oben in die Ecke Werbung, ohne Auftrag. Ich werde für nichts hierfür bezahlt. Ich zahle das alles selber. Ich suche mir das selber aus. Da steckt kein Auftrag hinter. Das mache ich einfach nur, damit ich mich absichere. Fangen wir an mit der ersten Kategorie und das ist Interior. Und da werden mir eben unglaublich viele dieser Poster-Shops vorgeschlagen. Und ich finde auf jeden Fall von dem Poster-Shop die Bilder am allerschönsten, weil ich finde die so ein bisschen außergewöhnlicher und nicht so, ja, wie das, was man überall sieht. Das zum Beispiel, das ist jetzt auch ein eher simples Design, aber das hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Also ich denke mal, da kann man auf jeden Fall mal gucken, was man so findet. Ich habe jetzt mal die Website durchstöbert und mir einiges hier in meinen Warenkorb gespeichert. Ich nehme einmal den, der mir am Anfang auch so gut gefallen hat, und zwar auch in etwas größer, in 50x70. Die beiden sind es geworden. 138 Euro plus Express, damit es schnell hier ist. Okay. Zahlung Nummer 1 ist abgeschlossen. Eine weitere Firma, die mir empfohlen wurde, ist Crisp Sheets. Also da gibt es so Bettwäsche. Und ich habe länger keine neue Bettwäsche gehabt, deswegen gucke ich mal. Ich habe nämlich gerade so weiße Bettwäsche und ich hätte gerne so ein bisschen so ein, vielleicht so ein Grau oder so ein Off-White-Ton. Hier, was wäre es mit dem? Ich finde auf jeden Fall diese Waffeloptik ganz cool. Es kann halt auch sein, dass einfach die Fotos extrem gut aufgenommen sind und dann echt sehen die dann gar nicht so schön aus, aber nun gut. Seht ihr das? Also das Foto, das hier sieht irgendwie immer so nicht so gut aus, aber dann die Aufnahme, so auf den Bildern, ist halt immer richtig schön. Deswegen kommt das auch noch mit dazu. Continue. Und jetzt brauche ich noch ein neues Spannbettlaken. Vielleicht gibt es da ja auch die passende Farbe vielleicht. Okay, die passende Farbe finde ich jetzt leider nicht. Aber sonst nehmen wir einfach ein weißes. Okay, jetzt haben wir einmal einen Kissenbezug, einen Deckenbezug und ein Spannbettlaken. Springen wir weiter in die Kategorie DIY. Und da habe ich tatsächlich, das ist auch schon ein bisschen her, so ein Töpferset empfohlen bekommen. Also ich weiß nicht, ob ihr euch an mein Künstlerin testet Töpfern-Video erinnern könnt, aber da habe ich das nämlich schon mal ausprobiert. Ich würde es jetzt einfach trotzdem nochmal bestellen und dann das Kit an euch verlosen am Ende dieses Videos. Warum liefert das nicht nach Deutschland? Das hat doch schon mal geklappt. Bin ich auf der falschen Website? Wegen Brexit. Kann man nicht mal nach EU. Oh, nee. Dann suchen wir jetzt ein anderes. Ich denke mal, das wird nichts anderes sein. Es ist zwar jetzt nicht ganz die gleiche Firma, aber was soll ich machen? Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Kommen wir zur letzten Kategorie und das ist Kunst. Also ich möchte in diesem Video in der Kategorie Kunst was finden. Also nicht sowas wie ein Poster, was man sich halt schon fertig an die Wand hängt, sondern ich möchte irgendwas haben, wo ich selber auch noch was machen kann. Sowas wie halt ein DIY-Kit, aber das schicke ich euch jetzt schon. Deswegen brauche ich noch immerhin in der Kategorie Kunst was, wo ich was selber machen kann. Und hier wurde mir nämlich interessanterweise in den letzten Tagen immer wieder so ein Kunstkurs vorgeschlagen von Artify. So, das ist die Seite. Jetzt gehen wir mal hier auf die Page und gucken mal, was sie da so für verschiedene Kunstrichtungen haben. Der erste, der hier vorgeschlagen wird, ist Expressive Abstract. Deswegen nehmen wir den jetzt, ohne zu wissen, was da drin ist. Und sogar hier reduziert. Super Sache. Checkout.
Ich habe heute eindeutig zu viel Geld ausgegeben, Leute. Ist ein teures Video hier, also wenn das nicht einen Daumen nach oben verdient hat, dann weiß ich auch nicht. Okay, wir haben alle Sachen bestellt. Da der Kunstkurs online ist, kann ich den morgen schon machen und dann euch filmen, wie das Ganze dann aussieht und was das Endergebnis wird und so weiter und was ich da gelernt habe. Ich werde natürlich den Kurs nicht mitfilmen, weil das ist ja deren Produkt. Das kann ich ja nicht einfach hier in meinem Video einfach an euch weitergeben und veröffentlichen. Ich glaube, das ist doch ein bisschen illegal. Deswegen werde ich euch halt nur so ein bisschen zeigen, wie ich male und dann mein Endergebnis. Das mache ich morgen. Und ansonsten warten wir, bis die ganzen Sachen hier eingetrudelt sind und dann zeige ich euch mal, wie die so aussehen. Ich bin gespannt. Ja, herzlich willkommen zurück. Es ist jetzt knapp eine Woche vergangen und alle Sachen sind angekommen. Und ich würde sagen, ich fange mal an. Was habe ich denn als erstes bestellt? War das die Bettwäsche? Ich glaube, ich fange mal an mit der Kategorie Interior. Die Bettwäsche ist nämlich richtig cool hier in so kleinen Stoffbeuteln bei mir eingekommen. Also das finde ich voll schön, dass es halt so süß verpackt ist und die kann man ja auch irgendwie noch weiter benutzen für zum Beispiel andere Sachen, so zur Verpackung oder eben auch einfach um die Bettwäsche darin aufzubewahren. Und ich habe hier einmal diese Bettwäsche in Creme bestellt und dann noch ein Bettbezug für die, wie sagt man, ein Spannbettlaken für die Matratze. Voll süß, der Stoff ist auch aus dem gleichen Material. Das ist hier zum Beispiel der Kissenbezug. Dann farblich passend dazu der Deckenbezug. Werde ich gleich alles nochmal auf das Bett auch beziehen und testen. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr hochwertig an. Das ist halt Baumwolle. Und ich finde, ja, schon mal vielversprechend. Qualitativ auf jeden Fall fühlt sich schon mal gut an. Und dann hier das Bettlaken. Ich werde die Sachen jetzt mal waschen. Und dann in irgendwie einen Tag oder so kann ich euch mal zeigen, wie das Ganze dann auf meinem Bett so aussieht. Ich habe die Bettwäsche jetzt hier erstmal gewaschen, damit ich die gleich mal beziehen kann. Das ist hier für die Bettdecke. Hier ist das Kissen und hier vorne ist dann der Bezug für die Matratze. Sobald das trocken ist, werde ich das hier mal beziehen, mein Bett. Ich finde die Farbe richtig schön. Das ist so ein Creme-Grauton und mein Kissen passt so perfekt dazu. Also ich hatte vorher immer so weiße Bettwäsche, deswegen, also das sind auch noch meine Bezüge von davor. Und ich finde den Cremeton total schön und auch mit dem Grau, weil das Kissen hier so den Bettton und den neuen Farbton hier von der Bettwäsche auch mit aufgreift. Also jetzt testen wir das Ganze mal über Nacht und dann sage ich euch morgen Bescheid, wie ich so geschlafen habe. Aber erster Eindruck, richtig gut. Fazit, ich habe sehr, sehr gut geschlafen in der Bettwäsche. Jetzt nicht unbedingt besser als in anderer Bettwäsche, aber mein Bett war bequem, die Bettwäsche ist weich. Würde ich nochmal kaufen. Als nächstes sind die Prints bei mir angekommen. Also kommen hier so in der Verpackung und ich finde es auch richtig cool. Also ich habe mir die noch nicht angeguckt, aber kommen halt eben in so einer Röhre hier aus Pappe. Und ich bin super gespannt, weil die waren echt teuer. Also auf jeden Fall nicht günstig gewesen. Aber auch die sind echt super schön verpackt und vor allem auch voll nachhaltig. Also bis jetzt habe ich in keinem der Bestellungen irgendwie Plastik gesehen. Okay. Also hier haben wir das große Motiv. Ich will das gar nicht so knicken, weil das ist richtig schönes Papier. Da habe ich ja einmal dieses Muster hier bestellt. Fühlt sich super hochwertig an. Ist halt noch alles sehr rund und ich kriege das gar nicht so richtig auseinander. Aber ich werde die gleich sowieso mal einrahmen und dann gucken wir uns die nochmal genauer an. Ich habe für den 50x70 Print sogar noch diesen Bilderrahmen hier. Das werde ich da jetzt eben mal einspannen. Sollte eigentlich in die Küche, aber ich finde das hier irgendwie viel schöner. Es hat mir jetzt so gut gefallen, dass ich das irgendwie jetzt mal hier hinter meinen Schreibtisch gehängt habe, weil ich finde, da passt das auch so farblich ganz gut hin. Den Print hier wollte ich eigentlich da oben noch mit hinhängen, aber ich habe jetzt leider keinen Bilderrahmen, deswegen werde ich jetzt mal das eben kurz austauschen, dass ihr mal sehen könnt, wie das dann aussehen würde. Das ignorieren wir einfach, okay? Danke. Tada!
Innerhalb der Kategorie DIY habe ich ja das Töpferkit bestellt. Das wurde mir jetzt natürlich nicht so vorgeschlagen, weil ich die Marke, die mir eigentlich vorgeschlagen wurde, nicht mehr bestellen konnte. Aber auch das hier sieht total süß verpackt aus. So sieht das Ganze hier aus. Und das werde ich an jemanden von euch verlosen. Also wenn ihr beim Gewinnspiel mitmachen wollt, müsstet ihr meinen Kanal abonniert haben. Einfach einen Kommentar schreiben, warum ihr Lust habt, Töpfern zu testen. Und dann am besten noch einen Daumen nach oben da lassen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten, ja, wenn ihr Lust habt, also mal kurz zu gucken, wie ich das Ganze so umgesetzt habe. Ich habe ja ein gesamtes Video auch gemacht mit dem Set, was mir damals eben empfohlen wurde. Das heißt, Künstlerin testet Töpfern oder Künstlerin Töpfer zum ersten Mal oder irgendwie so habe ich das genannt. Ich habe es mir hier auf dem i verlinkt. Und dann habe ich ja noch den Expressive Arts Kurs gemacht und das konnte man sich dann ganz einfach runterladen. Also man hat dann einfach den Zugang bekommen zu dem Kurs, der ist online gewesen. Dann waren da sehr hochwertig produzierte Videos, die ich mir angeguckt habe, wo dann eben Step by Step erklärt wurde, was genau ich machen muss, Tipps und so weiter, eben von der Künstlerin. Und das war echt ganz cool, weil ich konnte da mal eine neue Technik ausprobieren, die ich so nicht so oft umsetze. Also abstrakte Kunst mache ich super gerne. Ich habe das auch schon ab und zu gemacht, nur halt eben nicht in der Art und Weise, wie diese Künstlerin eben arbeitet. Und das hat eben mir mal so eine Möglichkeit gegeben, so den kreativen Prozess, den künstlerischen Prozess einer anderen Person kennenzulernen. Und der ist halt auch eben super detailliert erklärt gewesen. Und das fand ich halt eben super interessant an dem Ganzen. Ich bin jetzt ungefähr zu einem Drittel fertig mit dem Kurs. Und so sieht mein Gemälde gerade aus. Also es macht echt Spaß, so die Farben auf die Leinwand zu kippen. Das mache ich einfach nicht so oft, damit arbeite ich nicht so häufig. Und ich lerne hier echt ein paar coole neue Techniken von einer wirklich professionellen Künstlerin, die das jeden Tag macht. Also ja, ich finde den einfach nur sehr cool. Man lernt eben so ein bisschen instinktiv zu arbeiten bei so abstrakter Kunst. Also man arbeitet ja nicht richtig bildlich, sondern man guckt eher, okay, wo könnte der Farbton gut hinpassen? Welches Tool nutze ich, damit ich den Farbton auf die richtige Stelle bekomme? Ungefähr so, wie ich mir das jetzt im Kopf vorstelle. Also es ist sehr ja, intuitiv und das finde ich halt super interessant, weil meistens plane ich halt immer so einen Schritt, wenn ich irgendwie male und dann mache ich das exakt so, wie ich mir das so im Kopf überlegt habe. Aber beim Abstrakten geht das manchmal nicht so richtig, weil irgendwie ja die Farbe so ein bisschen auch ihr eigenes Ding macht. Wenn die zum Beispiel über die Leinwand läuft, dann kann man die ja auch nicht so richtig steuern. Du kannst zwar gucken, okay, wo trage ich sie auf, aber wie sich danach die Farbe verhält, wenn sie super flüssig ist, das kann man eben nur so ein bisschen vorhersehen, wenn man da mehr Erfahrung drin hat. Deswegen hat es halt sehr viel Spaß gemacht, abstrakt zu arbeiten. Und das ist mein Ergebnis. Also so sieht das Ganze aus. Ich habe das gestern gemalt. Ich finde dafür, dass ich nie so richtig abstrakt arbeite, ist es richtig cool geworden und mir gefällt es auch total gut. Aber ja, ich weiß nicht, ob es so in meine Einrichtung passt, weil ja die Kunst, die ich machte, so Lineart und so, ist einfach wirklich was ganz anderes. Aber es hat echt viel Spaß gemacht. Ich habe auch Lust, das nochmal zu machen und ja, mich da einzuarbeiten. Ich habe seit anderthalb Jahren nichts mehr Abstraktes gemacht. Dafür finde ich es echt cool. Mein Fazit ist, also viele der Sachen waren schon echt pricey. Also zum Beispiel die Kunstprints oder auch die Bettwäsche war sehr, sehr teuer. Das DIY-Kit war nicht ganz so teuer und auch der Kunstkurs, der war stark reduziert. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, ob ich das Ganze nochmal testen soll. Also ob ich nochmal Sachen bestellen soll, die mir empfohlen worden sind. Denn ohne Witz, Leute, in der letzten Woche, ich habe pro Tag mindestens so 3-4 Werbeanzeigungen aus eben den Kategorien Kunst, DIY, Interior bekommen. Weil, glaube ich, der Instagram-Algorithmus gemerkt hat, okay, da klickt einer drauf und kauft das, schlagen wir ihr noch mal mehr Sachen vor. Also ich habe so interessante Sachen gesehen. Ich habe die immer mit Screen Capture aufgenommen. Also wenn ihr sehen wollt, ja, was da noch alles so kam, dann kann ich gerne noch mal einen zweiten Teil machen. Auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen und auch nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr auf meinem Kanal. Ich lade immer sonntags hoch und freue mich auch schon auf nächste Woche. Bis dann. Tschüss.